Hallo und herzlich willkommen im Gebüsch in Norwegen. Wald kommt gleich noch und danach sind es größtenteils weitestgehend Steine, die wir zu sehen bekommen. Das hier ist der erste Zeltplatz, schöne Zeltplatz und wirklich absolut einladend. Das ist nicht unser Zelt, das ist unser Zelt, den man erreicht, wenn man am Ufer des Jendesees von Jendesheim aus ja, Richtung Memurubu oder Jendebu läuft. Das sind die beiden nächsten Hütten, die man dann erreicht. Und das ist vielleicht die meistbegangenste Route im Nationalpark Jotunheimen. Jotunheim geschrieben und ich würde es wahrscheinlich auch Jotunheim aussprechen, weil das so die deutschifizierte Version des Namens ist. Das ist jetzt nicht Ignoranz dem Norwegischen gegenüber, sondern einfach mein völliges Unvermögen, Worte fremder Sprachen korrekt auszusprechen. Das ist im Englischen schon schwer genug und das habe ich in der Schule immerhin so halbwegs gelernt. Und ja, also ihr seht, da ist es schön. Ihr würdet noch viel besser sehen, dass es da schön ist, wenn ich nicht irgendwelche, ich habe mal wieder keine Ahnung welche, Probleme mit der Kamera gehabt hätte, dass die Aufnahmen, die sie aufgenommen hat, mal abgesehen davon, dass sie ja heute mal ausnahmsweise wackelfrei sind, also ziemlich wackelfrei, ne? Weil gute Bildstabilisierung hat eine GoPro, aber aus irgendwelchen Gründen schauen die nicht so richtig, richtig gut aus. Ich kann mir das nur so damit erklären, dass ich es wahrscheinlich besser, da ich jetzt nur wenig Bildmaterial mitgebracht habe, das wusste ich vorher aber nicht, hätte ich es besser in 4K gefilmt, dann wäre es vom Speicherplatz auch noch locker aufgegangen und hätte es dann hinterher runtergerechnet, dann würde es jetzt wahrscheinlich besser ausschauen, aber es gab irgendwelche Problemchen. Bei mir daheim schauen 1080p Aufnahmen meistens eigentlich recht relativ gut aus, also völlig ausreichend. Und hier in Norwegen sind die in irgendeine Form, weiß ich nicht, irgendwie schief gelaufen. Vielleicht hatte die Kamera auch einen kleinen Macken, weil es ihr zu kalt war oder weil ich sie zu viel in der Jackentasche rumgetragen habe. Kann ich nicht beurteilen. So, also das heißt, wir tun einfach so, als hätte ich das alles aufgenommen im Jahre 2012 und nicht im Jahre 2022 und dann passt die Qualitätserwartung wieder einigermaßen. Ja, gut, ich versuche euch noch ein bisschen was halbwegs Sinnvolles dazu zu erzählen, damit die Aufnahmen an sich, da findet ihr schönere im Internet, ne? Keine Frage. So, dieser Berg, den man da gerade sieht, der ist auch gleich wieder weg, aber er kommt noch ein paar Mal. Das ist der sogenannte Besengengrat. Das heißt, wenn man da oben drüber läuft, nicht der da, das ist die falsche Seite vom W-See, also der jetzt hinter mir steht, von dieser Perspektive aus. Das jedenfalls wäre dann der Besengengrat. Da rechts kommt er jetzt gerade wieder ins Bild. Ja, also dieser Bergrücken da. Und der ist somit der meistbegangenste Wanderweg von ganz Norwegen, also zumindest für Tagesetappen. Da reisen sie dann teilweise fürs Wochenende an, machen den da, machen möglicherweise noch den nächsten Bergrücken und fahren dann mit dem Schiffchen über den Jendesee, also die große Wasserfläche, die immer mal wieder im Bild sein wird, wieder zurück zum Ausgangspunkt, nämlich Jendesheim. Also wenn man mal dahin möchte und da auch mal wandern gehen will, dann wäre Jendesheim oder Gjendesheim auf Deutsch, schreibt man Gjendesheim. Gjende, ganz einfach. Und das wäre so der Ausgangspunkt, den ich auch empfehlen könnte für so ziemlich jede Wanderung, die man in Jotunheim oder Heimen oder was auch immer, Entschuldigung, vorhat. So, der Gjendesee ist ein Gletschersee. Er ist sehr, sehr lang und relativ schmal, wirkt dabei fast ein bisschen wie ein Fjord. Die Entstehungsgeschichte ist auch ein bisschen so ähnlich. Auch der hier wurde vom Eis ziemlich tief ausgeschnitten und ist für einen Inlandsee damit also wirklich außergewöhnlich tief. Das sieht zum Beispiel bei den finnischen Seen oder bei den schwedischen Seen in der jeweiligen Seenplatte ganz anders aus. Da handelt es sich meistens um sehr, sehr flache Gewässer, die nur ganz grob leicht eingemuldet wurden von den Gletschern, auch vom Gletscher verursacht, aber nicht so massiv tief eingeschnitten, wie das hier beim Gjendesee der Fall ist. Ja, von oben von den Bergen kommen regelmäßigen Abständen auch Wasserfälle runter. Die Region zählt zu den niederschlagsreichsten Ecken von ganz Norwegen und Norwegen ist an sich schon ziemlich niederschlagsreich. Wir haben also in Westjotunheim in etwa 3.200 mm Jahresniederschlag an den krassesten Stellen. Wir haben in Ostjotunheim dann nur noch 2.000. Das entspricht ungefähr den nassesten Orten, die man in Deutschland so findet. Kann, ne? Die Zugspitze hat, glaube ich, 2200, irgendwie sowas in dem Bereich.
Ja, und diese Bäumchen, die wir hier überall sehen können, das sind stinknormale Birken. Naja, fast stinknormale Birken. Botanisch gesehen ist es einfach Betula pendula, beziehungsweise eine Varietät davon. Sie wäre aber mit unserer heimischen Betula pendula, also der ganz normalen Birke, die bei uns auch so rumsteht, Sandbirke oder Hängebirke genannt, wäre die problemlos kreuzbar und wir würden irgendwie vom Wuchstyp wahrscheinlich irgendwas dazwischen hinbekommen, sofern wir es bei uns hinpflanzen. Und wir würden genau dieselbe Birke wahrscheinlich bekommen vom Wuchstyp, sofern wir sie in Norwegen hinpflanzen. Was schlicht und ergreifend daran liegt, ist übrigens alles Trinkwasser hier. Alles, ausnahmslos. Ne? Nix Wasserfilter, nix Aufbereitung, vergesst es, das ist Trinkwasser. Punkt, aus, Ende. Da braucht man keine Sekunde drüber nachdenken, ob das mal eventuell nicht Trinkwasser sein könnte. Na, außer man säuft aus dem See oder aus irgendeinem Sumpfloch, das ist was anderes. Aber solche Bäche wie dieser hier, immer Trinkwasser. So, zurück zu unserer Birke. Es ist also eine genetische Anpassung an die Lebensweise in Norwegen und unterscheidet sich tatsächlich, auch wenn es offiziell die gleiche Art ist, von unserer deutschen Birke ganz massiv. Denn unsere deutsche Birke, das habe ich euch schon mehrfach erzählt, erzähle ich auch gelegentlich mal gerne auf Führungen immer mal wieder, ist ein sogenannter Pionierbaum. Das heißt, wenn irgendwo ein Loch im Wald besteht oder eine andere Freifläche einfach nicht mehr bewirtschaftet wird und sich selbst überlassen wird, dann kommt von irgendwo ein Birkensamen angeflogen und auf diesem neuen freien Land, das noch niemand besiedelt hat, kommt jetzt die Birke als Pionierbaum, ne? Und besiedelt dieses neue Land. Die Birke kann im prallen Sonnenlicht wachsen, deswegen hat sie auch eine weiße Rinde, das ist ein UV-Strahlungsschutz. Ne? Das reflektiert einen Großteil des Sonnenlichtes und dann kann sie keinen Sonnenbrand auf der Rinde bekommen. Ja, Bäume bekommen Sonnenbrand, wichtig, wichtig und richtig und durchaus eine Information, die man sich merken kann. Birke jedenfalls nicht, deswegen, weil sie eben weiß ist, unter anderem hat noch diverse andere Gründe und ist dann in der Lage, auf dieser freien Fläche kurzfristig ein Wäldchen zu bilden, das so 40, 50, 60 Jahre lang hält, bis alle anderen Bäume, die mit weniger Licht als die Birke klarkommen, unter der Birke, und ihr seht, wie hell es in so einem Birkenwäldchen ist, nach oben wachsen, die Birke dann ausschatten sozusagen und die Birke stirbt und hat aber hoffentlich in der vorher, bevor sie gestorben ist, ihre Samen überall in der Landschaft verteilt und auf dem nächsten Kahlschlag oder der nächsten Sturmwurffläche oder der nächsten Renaturierungsfläche, sucht euch was aus, wächst ein neuer Birkenwald. Hier, das, was wir hier jetzt gerade die ganze Zeit sehen, das ist kein Pionierbirkenwald, beziehungsweise die Birke in höher gelegenen Lagen Skandinaviens ist kein Pionierbaum mehr, sondern sie ist schlicht der einzige Baum, der überhaupt noch baumförmig wachsen kann, weil die Birke eben für extreme Klimata ausgelegt ist, weil sie sehr, sehr gut angepasst ist an die Bedingungen, die hier herrschen. Da kann man auch gerade sehen, der einzelne Baum, der da noch steht, ist wieder eine Birke. Ist sie quasi in diesem Ökosystem der Klimaxbaum, das Gegenteil vom Pionier, der Baum, der langfristig da bleibt und langfristig den Bestand aufbaut. Übrigens, die Birkenwäldchen, die wir gerade gesehen haben, das waren alles quasi Urwälder. Ja? Also so sehen skandinavische Urwälder tatsächlich aus. Viele schöne Blümchen am Boden und als einzige Baumart, also zumindest skandinavische Urwälder der höheren Lagen, muss man dazu sagen, oder der nördlichen Breiten, das geht auch. Entweder geht ihr weit genug nach Norden oder weit genug den Berg hoch, dann kommt ihr, da hinten sieht man sie wieder am Hang, in solche Birkenwälder. Ja? Und da die wahrscheinlich nie gefällt worden sind, die Besiedelung dieses Gebietes ist gerade mal 200 Jahre her und selbst da hat man bloß ein paar Schafe da gehalten, vielleicht ein paar Rentiere, als die Rentierhaltung überhaupt angefangen hat und das war's, ne? Also ein paar Ziegen und das war's wirklich. Also es ist super unwahrscheinlich, dass jemals dies etwas weiter weg von den Hütten und Höfen gelegenen, hier rechts zum Beispiel war jetzt gerade nur kurz eine Hütte bzw. ein Hof zu sehen, heute ist es eine Wandererhütte, früher war es ein Hof. Dass da abseits dieser Landschaft, mit diesen dieser Höfe, jemals ein Baum gefällt worden ist oder im nennenswerten Umfang, das darf man als fast unmöglich ansehen. Ja? Also nicht direkt um die Hütte drumherum, aber alles andere sind wahrscheinlich wirklich bis heute Urwälder. Ja? Außerdem, die sind noch gar nicht so alt, also als Ökosystem, bis das Eis hier in dieser Landschaft, die ja 100% durch Gletscher geprägt ist, ich hoffe, man erkennt es, zurückgegangen ist. Das hat gedauert. Das ist also viel, viel, viel jünger einfach der Boden, die Eiseffekte viel, viel präsenter, als das bei uns der Fall ist, weil bei uns die Eiszeit vor 12.000 Jahren langsam zu Ende ging und hier war sie noch deutlich länger präsent, wenn ich auch euch keine gerade aktuell
aktuelle Zahl dazu nennen kann. Es gibt auch nach wie vor viele Gletscher oben in den Bergen, die unter anderem diesen Gletscherfluss hier speisen, der dann auch durchaus dafür verantwortlich ist, dass das Wasser diese schöne Farbe hat, die es nun mal hat, ne? Auch der Gjendesee selber wird ja fast nur durch Gletscherflüsse und ein paar kleinere Zuläufe, aber mengenmäßig wirklich fast nur durch Gletscherflüsse geprägt und hat daher auch diese besondere Farbe, die wir da schon ein paar Mal gesehen haben. Ja, ich hatte relativ viel Spaß am Filmen dieses Flusses, der war nämlich beeindruckend. Da hinten kommt auch ein Wasserfall bzw. eine Stromschnelle. Schön hier auch der Schatten der Wolke übrigens. Und das ist ein sehr guter Weg, den wir hier links im Bild haben. Ja, im besten Fall schaut ein Weg mal so aus. Das kannst du dann quasi als Autobahn für Jotunheimer Verhältnisse bezeichnen. Im Durchschnitt sieht er erheblich mühsamer aus und ist es auch. Ist auch erheblich mühsamer zu laufen. Ich habe übrigens ein kleines bisschen was vom Originalton noch drin gelassen. Ich denke, man versteht mich. Aber das ganze Gerausche und die ganzen Geräusche des Windes, die sind im Grunde völlig sinnlos. Aber ich möchte sie so ganz dezent noch drin haben, damit die Bilder nicht ganz so, ja, ich sag mal, leblos wirken. Weil du kannst dich nirgendwo hinstellen, ohne dass dir der Wind um die Ohren pfeift. Und das Geräusch des Windes ist so omnipräsent, dass ich es auch in den Aufnahmen unbedingt drin haben wollte. Ja, diese Wassermassen sind einfach faszinierend. Der Weg führt hier nicht hin. Ich bin ein bisschen querfeldein dahin gelaufen. Obwohl Jotunheimer Nationalpark ist, darf man jederzeit die Wege verlassen und hinlatschen, wo man möchte. Was man also in der Ferne sehen kann, da kann man auch theoretisch hinlaufen. Theoretisch nicht, weil es nicht doch irgendwann verboten wäre, sondern einfach, weil man möglicherweise so einen Fluss im Bild hat, beziehungsweise im Weg hat und es einfach ohne eine Brücke keinerlei Option gibt, so ein Gewässer zu überqueren oder gar zu durchqueren. Kannst du vergessen, das ist einfach unmöglich, beziehungsweise würde dich sofort töten, um es mal deutlich zu machen. Das bedeutet, ja, ne, sein lassen. Und darum auch nur theoretisch alles, was man in der Ferne sehen kann, kann man auch hinlaufen. Möglicherweise muss man dafür erst kilometerlang an so einem Bach entlang, bis er entweder ja, seinen Ursprung nimmt und oben über den Gletscher laufen oder eben in den Gjendesee mündet und an der Mündung wahrscheinlich flach genug ist, dass man da irgendwie durchwaten kann. Ja, jetzt sind wir hier weiter oben im Tal, in dem unser, ja, Jendebu schreibt man so genau, in dem unser Fluss gerade diese Stromschnellen hatte. Da hier ist er jetzt schon deutlich ruhiger unterwegs und spätestens da oben im Oberlauf, wo dann auch langsam rechts ums Eck wären dann die Gletscher, wo der rauskommt, da könnte man ihn dann wahrscheinlich mit etwas Mühe durchqueren. Natürlich sind auch die ganzen Schneefelder, die man da hinten sehen kann, mit dafür verantwortlich, dass er momentan noch relativ viel Wasser führt. Am wenigsten Wasser haben die Flüsse dann tatsächlich im Herbst, kurz bevor der Winter wieder kommt, weil der Sommer bis dahin einen Großteil der Schneefelder und der Schneealtlasten beseitigt hat, bis dann jederzeit im September ist das möglich, neuer Schnee fällt und spätestens im Oktober darf man mit dem massiv auch rechnen. Ja, hier war ich extra unterwegs, um einen Zeltplatz zu suchen. Das ist nämlich durchaus ein Thema in der Landschaft. Ihr seht überall die Steine rumliegen. Viele Leute bevorzugen da freistehende Zelte, die man dann notfalls auch mal tatsächlich, obwohl solche Steine da rumliegen, irgendwo auf das letzte kleine bisschen halbwegs flachen Boden stellen kann. Da wir kein freistehendes Zelt dabei hatten, muss man dann schon sehr gut sein in der Interpretation der Landschaft. Und ja, es hilft auch, für sich ein bisschen mit Botenkunde und Botanik auszukennen, tatsächlich, wenn man in dieser Landschaft einen Zeltplatz finden möchte. Ist mir bisher immer gelungen. Ich habe daher, hier vorne rechts seht ihr auch eine kleine Feuerstelle, habe daher immer, ja, wenig Angst davor, dass ich nicht doch noch ja, nie einen Zeltplatz zu finden. Aber das war wirklich ein Tag, da ging die Suche relativ lang und war in dieser Landschaft ziemlich mühsam. Ja, auf den ersten Blick sieht es so aus, als könnte man jetzt direkt 3 Meter vorne vor mir und ein Stückchen weiter links problemlos ein Zelt aufstellen. Aber nö, da kriegt man einfach keine Heringe in den Boden. Übrigens selbst mit einem freistehenden Zelt, das erstmal hingestellt werden kann, ohne verankert werden zu müssen. Du musst trotzdem Heringe in den Boden bekommen, weil das fliegt dir sonst halt einfach weg, wegen dem beständigen Wind hier oben. Wir befinden uns übrigens auf 1300 Metern in etwa. Birgt
Birkenwald sieht man keinen mehr. Geht nur bis 1100, maximal 1100 Meter nach oben und ist jetzt schon seit 200 Höhenmetern quasi verschwunden. Was wir stattdessen haben, ist eine Moosvegetation weitestgehend. Flechten sind noch vorhanden und an sehr, sehr windgeschützten Stellen kann man hier und da mal noch einen Zwergbusch oder Zwergstrauch finden, der dann das Bild ein wenig, naja, ich sag mal, einladender macht. An dem Tag hatten wir, das ist der nächste Tag, hatten wir ausgesprochen mieses Wetter. Es hat den ganzen Tag also mindestens mal genieselt. Das sieht man hier jetzt gar nicht so gut. Nur man kann es vielleicht grob erahnen. Das ist gerade ein Moment, wo das Wetter mal ein bisschen besser wurde. Uns kam ein freundlicher Norweger entgegen, der ein bisschen gequatscht hat und ein bisschen vom Leben hier erzählt hat, weil er nämlich tatsächlich in zwei Höfe weiter aufgewachsen ist. Also zwei Höfe weiter meint wahrscheinlich 50 Kilometer oder irgendwie sowas. So dicht beieinander stehen die Höfe nämlich nicht. Und er war beeindruckend, weil er hatte anders als wir eben nichts mit Hightech-Ausrüstung dabei, sondern einen alten Lederrucksack, einen fetten Hund dabei, also einen fetten im Sinne von einem großen, wirklich großen, massiven Hund und einen Skistock. Ja, man braucht keine Trekkingstöcke, schon gar keine Teleskop-Trekkingstöcke, wenn man doch den einen Skistock hat, den man normalerweise benutzt. Trug einen dicken Wollpulli und eine Wollhose. Wir haben hier wirklich massiv gefroren und hatten eine kurze Pause und eine Kleinigkeit zu essen gemacht und mussten dann weiter, weil uns so kalt wurde, dass wir einfach weiter mussten. Die Temperaturen dürften gerade so etwas um die 0 Grad tatsächlich liegen bei massivem Wind. Auch wenn man den jetzt gerade nicht sieht, weil keine Vegetation da ist, im Wind flattern könnte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man sich das Ganze noch mal viel kälter angefühlt hat. Außerdem hatten wir keine Handschuhe, die sind der Waage zum Opfer gefallen. Das war natürlich eine blöde Idee. Ich hatte noch überlegt, nehmen wir doch welche mit. Aber ja, die Hoffnung war, dass es so kalt schon nicht werden wird. So, am Ende des Tages kommt man dann hier oberhalb dieses Tals raus und kann sich in diesem Tal auch wunderbar in voller Auswahl einen Übernachtungsplatz aussuchen. Schöne Gegend für verschiedene Zeltplätze. Wurde schon seit längerer Zeit, also so ja, 150 Jahre irgendwie, auch für die Viehhaltung verwendet. Gerade wenn es so ein flaches, relativ gut begehbares Tal ist, dann konnte man da sogar Kühe reintreiben, macht man bis heute ein Stück weit. Und ist daher auch hier und da mal ein Kuhflagen zu finden. Es gibt in der Mitte sogar noch eine Hütte, die von Jägern bzw. Kuhhirten, je nachdem wer gerade dran ist und welche Jahreszeit gerade ist, genutzt wird, um dort unterzukommen, wenn Not am Mann ist. Man kommt da als Tourist aber nicht rein. So, und jetzt nehmen wir ein Schiffchen, wie hier offensichtlich zu sehen ist, sofern ich nicht plötzlich über Wasser lau rennen gelernt habe. Nein, habe ich nicht. Ja, im Hintergrund ist Jendebu, das ist so die älteste DNT-Hütte, also die älteste Wandererhütte von ganz Norwegen. Damit hat das also angefangen, dass Norwegen diese Hütten für Wanderer gebaut hat. Und wir fahren über den Jendesee. Warum tun wir das? Naja, weil das Wetter wirklich mies war und uns kalt war und wir zurück zum Campingplatz wollten, um uns ein oder zwei Tage aufzuwärmen und dann zu überlegen, was wir denn als nächstes tun. Weil mit so schlechtem Wetter und wir hatten leider keine Möglichkeit, auch den Wetterbericht nachzugucken, weil an dem Tag war dann schon blöderweise wieder gutes Wetter, wurde aber dann schon noch schlechter, keine Sorge. Ja. Aber ja, ausgerechnet an dem Tag, an dem wir beschlossen hatten, zurückzufahren, wurde das Wetter dann kurz mal wieder gut. Und ja, also es war einfach so eine Not, ja letztendlich Evakuierungsmaßnahme, weil wären wir weiter ins Gebirge reingelaufen, so dachten wir zumindest, hätten wir keine Möglichkeit gehabt, da kurzfristig wieder rauszukommen. Und da wir beide jetzt nicht so ultimativ fit gewesen wären, dass wir notfalls einfach mal 20 Kilometer einfach rauslaufen können, ohne Zelt, ohne Übernachtung zwischendurch, einfach nur, keine Ahnung, die doppelte Tagesetappe oder die mindestens 1,5-fache oder was auch immer, das wäre einfach körperlich nicht drin gewesen, weshalb wir lieber auf Nummer sicher gegangen sind und gesagt haben, wir ruhen uns nochmal 2 Tage auf dem Campingplatz aus. Da gab es übrigens ausgesprochen leckeres Essen vom Campingplatz, habe ich gar keine Aufnahmen, also wundert euch nicht, wenn der jetzt gleich fehlt. Und dann sehen wir eben weiter und weitersehen hat sich dann darin geäußert, dass wir uns noch Lom angeguckt haben. Lom ist, wenn man sowieso in der Gegend ist, durchaus einen Besuch wert, hat eine wunderschöne alte Kirche, Stiftskirche, 100% aus Holz, für mich natürlich super faszinierend. Kirche an sich habe ich jetzt keinen großen Berührungspunkt mit, aber aus Holz, das ist dann natürlich sensationell.
Ja, da sind wir also gut untergekommen gewesen und sind dann relativ bald wieder aufgebrochen zurück ins Gebirge. Das ist jetzt schon, also 3 Tage später, glaube ich. Da hatten wir zwischendrin mal nochmal gutes Wetter, aber ansonsten waren auch die nächsten Tage wieder zurück in den Bergen mit durchgehend relativ miesem, auf jeden Fall wahnsinnig kalten, insbesondere im Wind und auch oft mit Regenschauern durchsetztem Wetter ausgestattet. Ja, man sieht ja auch, hier sind wir übrigens wieder auf circa 1300, 1400 Metern. Null Vegetation, außer ein paar Möschen, ein paar Kleinstpflanzen, die da dann eben überleben können. Und auch hier wieder eher schwierige Bedingungen, wenn man versucht, einen Zeltplatz zu finden, auf dem man ohne einen Stein im Kreuz nächtigen kann. Ne? Weil Stein im Kreuz ist ja auch jetzt nicht unbedingt so gemütlich. Das hier ist einer der prominentesten Berge. Angeblich soll es gar nicht so schwer sein, da hochzukommen. Das ist auch für Familienwanderungen eine ganz beliebte Angelegenheit, hat uns ein Schild darauf hingewiesen. Wenn man sich allerdings so anguckt, wie norwegische Familien, die in dieser Gegend spazieren gehen, für die ist es wahrscheinlich spazieren gehen, so aussehen. Der Vater könnte quasi direkt aus dem Karst, aus Vikings entnommen worden sein. Die Mutter sieht auch aus, als würde sie in ihrer Freizeit gerne dreimal den Ironman laufen, und die Kinder haben Rucksäcke auf, die fast größer sind als sie selber und scheinen damit nicht das geringste Problem zu haben. Also so viel zum Thema für Familienwanderungen geeignet. Der Norweger ist da schon einfach nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Das habe ich schon bei früheren Besuchen in Norwegen feststellen müssen, dass einen die Einheimischen einfach links liegen lassen und gnadenlos überholen. Meine Lieblingsbegegnung, von der ich immer mal wieder erzähle, die war hier genau in diesem Gebiet. Ich war schon mal in Jotunheim vor 16 Jahren und das ist zuletzt. Und da hat mich hier ein wirklich mindestens Großvater, rein technisch gesehen hätte er bestimmt auch Urgroßvater sein können, knallhart abgezogen an einer Stelle, als das Geröll hier noch deutlich gerölliger war und der Weg noch deutlich schwieriger war als jetzt das, was man hier gerade sehen kann. Ja, ne, so ein Geröllfeld wie jetzt da vor uns. Sowas in etwa. Hier ist noch ein bisschen Weg sichtbar, der hört dann auch irgendwann auf und dann geht es nur noch durch Geröll und über Schneefelder, ist ja auch manchmal durchaus gar nicht so einfach. Und der war bestimmt nicht fitter als mein junges Ich. Aber der hatte einfach eine derartige Erfahrung im Schweben über, ja, so einen Weg, genau da ist er mir begegnet. Ah, schön, doch, dass ich die Seele noch drin habe. Ah, und der hat mich so abgezogen. Aber das fand ich damals gut, das finde ich bis heute gut. Und ich hoffe irgendwann mal auch so viel Erfahrung mit schwierigem Gelände zu haben, dass ich das dann auch mal kann. Tatsächlich bin ich flotter geworden, was solche Landschaften angeht. Es ist aber nach wie vor ziemlich mühsam. Ja. Ja, ich wollte das hier vor allen Dingen wegen dem schönen Eis und der schönen Färbung des Wassers nochmal drin haben. Jetzt gar nicht so sehr, um damit anzugeben, wie kompliziert und schwierig die Wege da doch sind. Ja, die meisten Aufnahmen sind eher an den guten Stellen der Wege. Und ja, Trinkwasser ist selten ein Problem. Die weißen Böllelchen im Vordergrund, wer die nicht kennt, das ist das scheidige Wollgras. Das hat man damals verwendet, als man eben ja, als Ersatz für Wolle schlicht und ergreifend, sozusagen die Baumwolle des Nordens. Man hat damit Kissen gefüllt, Bettdecken gefüllt, möglicherweise auch Matratzen quasi ersetzt durch ganz viel Wollgras oder einen damit gefüllten Sack. Heute keine nennenswerte Verwendung mehr, ist eine typische Moorpflanze in moorigen Gebieten oder im Moor selber eigentlich überall anzutreffen. Auch in Deutschland gibt es das Zeug in Mooren, nur dass hier bei uns in Deutschland Moore verschwindend selten geworden sind, schon mal früher häufiger waren, aber so häufig wie in Norwegen waren sie nie und werden sie auch nie wieder sein. In Norwegen sind Mooren ganz normaler Bestandteil der Landschaft und ja, wahrscheinlich so viel Moore wie Wald vorhanden. Ja, zumindest wenn man ein bisschen in die Berge hochgeht. So, apropos in die Berge hoch. Ich befinde mich hier rechts, das ist das Massiv Galtjöppingen, das ist der höchste Berg Skandinaviens. Da habe ich mich nicht getraut hochzumarschieren, so fit war ich da nicht. Was ich stattdessen gemacht habe, ich habe mal versucht, Richtung Gletscher zu kommen, den habt ihr gerade eben links im Bild gesehen und bin da unten vom tiefsten Punkt, den wir jetzt sehen können, bis hier hochgestiegen. Habe dann festgestellt, ja, okay, das war anstrengend. Zweitens habe ich hier auch ein bisschen mit der Höhenangst zu tun bekommen. Ich stehe hier auf so einem relativ schmalen, ja, durch den Gletscher aufgehäuften, geologisch sicher super spannend, aber irgendwie war ich gerade beschäftigt, Sims und bin völlig begeistert von der Aussicht. Jede größere Eisfläche, die ihr hier sehen könnt, sind alles Gletscher, ne? Bildqualität bitte ich nochmal zu entschuldigen. Das sah in der Realität natürlich nochmal viel sensationeller aus. Davon abgesehen, wenn einem doch der Wind um die Ohren pfeift und man da gerade hochgekraxelt ist, weil man den richtigen Weg nicht gefunden hat, nämlich mehr oder weniger steil den Hang rauf. Das war ein bisschen abenteuerlich. Ja, aber da war ich wirklich hin und weg.
Das ist übrigens den einen Abstecher, den ich dann ohne Frau gemacht habe, so für mich selber als Tagestour, auch ohne großes Gepäck, mit einem kleinen Rucksack. Und ja, allein, dass sich die Schneefelder auch an die Flanken des Berges so schmiegen können, war faszinierend. Dieses Schneefeld darunter über dieses Geröll war wahrscheinlich keine gute Idee, da bin ich aber trotzdem runter, weil ich der Meinung war, ich muss da unbedingt hin. Das habe ich hin und wieder mal. Ich bin ja wirklich sehr erfahren, was solch schwieriges und steiniges Gelände angeht. Ich kann niemandem empfehlen, das nachzumachen, aber ich mache das jetzt seit 20 Jahren und war für mich tatsächlich kein nennenswertes Risiko. Ist auch alles wunderbar gut gegangen, aber nur nicht zum Nachmachen zu empfehlen, weil gerade wenn da gar keine Wege mehr sind, ist das ein wirklich tückisches, schwieriges Gelände. Man kommt da, wenn man Glück hat, mit 1 km/h vorwärts, beziehungsweise wenn man Erfahrung in einem solchen Gelände hat, und man sollte da schon nicht irgendwelche allzu großen Heldentaten verbringen wollen, es sei denn, man ist sich des Risikos bewusst und nimmt es halt eben bewusst in Kauf. Das war bei mir ja auch so. Übrigens, die paar Fußstapfen da auf dem Schnee, die sind ja natürlich nicht von mir, meine sind ja noch gar nicht da. Die Risse, die wir da drin haben, das sind eher Risse einfach vom Schneebrett, dass ich da also quasi geringfügige Schneebewegungen absolviert haben. Und jetzt bin ich kurz vor dem nächsten Gletscher, beziehungsweise dessen Auslauf. Ich hatte gehofft, ans Eis selber noch besser ranzukommen. Das erwies sich dann aber doch als etwas zu mühsam. Da wäre noch ein großer Gletscherfluss dazwischen gewesen, den ich hätte queren müssen, also ohne Schuhe. Und da ich keine Hilfe, keine ja, Wasserquerungshilfe dabei hatte, sprich noch irgendeinen einfachen Schuh, den man dafür anziehen kann, und meine Wanderstiefel auch nicht komplett nass machen wollte, habe ich beschlossen, ich laufe hier so ein bisschen im Delta des Gletschers rum, in dem Leben tatsächlich nur aus den hier jetzt immer mal wieder gezeigten Pflänzchen besteht. Ich könnte euch bei den meisten sagen, was es ist, aber ich glaube, das bringt uns jetzt alle nicht besonders weiter. Deswegen quatsche ich einfach so allgemein drüber. Und ja, das Resultat, das ist zum Beispiel eine Zwergweide, ist, dass ich jetzt hier einfach mal noch ein bisschen beim Gehen gefilmt habe. Ist eine relativ lange Sequenz und dann ist das Video auch schon fertig. Das ist zwar jetzt nicht 100% alles Bildmaterial, was ich aus Norwegen mitgebracht habe. Trinkwasser. Besonders hübsch sind diese kleinen rosa Dinger, ne? Ja, da fällt mir gerade spontan gar nicht ein, wie die heißen. Ja, jedenfalls, das war dann mein letzter Ausflug gewesen und am nächsten Tag sind wir dann auch wieder zurück in die Zivilisation mit dem Bus. Wir befinden uns übrigens oberhalb von Spitastulen, wem das was sagt, ne? Also wer es auch mal auf der Karte suchen möchte, da kann man mit dem Bus auch direkt hinfahren und von Spitastulen aus, also nicht von da, wo ich jetzt gerade rumlaufe, aber von der DNT-Hütte, also der Wandererhütte Spitastulen aus, kann man auch wunderbar ins Gebiet Jotunheim starten, ja? Wer das möchte. Ist begrenzt anfängertauglich, ja, also wenn als Anfänger da reingegangen werden soll ins schöne Jotunheim, dann muss man sich wirklich sehr, sehr kurze Tagesetappen machen und man muss grob ungefähr wirklich wissen, wo man Zeltplätze findet, vielleicht auch vorher einen schönen Führer gelesen haben, also ein Buch, das einem sagt, wo Zeltplätze zu finden sind. Und ja, also wenn man da nicht so viel Erfahrung hat, weil sollte man ansonsten, wenn man auch nicht gut Karte lesen kann, genau in so einer Landschaft landen, weil hier finde ich auch keinen Zeltplatz. Ich habe spaßeshalber beim Weg runter zum Zelt versucht, noch irgendeinen Zeltplatz zu finden. Also hier in der absoluten Gletschermoränenlandschaft, aber keine Chance. Also selbst, ne, das klingt jetzt wieder fast schon ein bisschen arrogant, aber normal, ich mache das seit 20 Jahren. Selbst ich habe hier keinen vernünftigen Zeltplatz gefunden. Gar nichts. Also nicht mal so ein, oh, zur Not könnte man eventuell das Zelt hier irgendwie hinstellen. Und das kann einem eben passieren, wenn man gerade insbesondere abseits der Wege, hier gibt es weit und breit keinen Weg, ja, im norwegischen Hochgebirge, skandinavischen Hochgebirge unterwegs ist. Und ja, der Weg wurde übrigens noch beschwerlicher, weil man dann irgendwann durch dauernd lauter kleine Täler runterkraxeln, dann wieder rauskraxeln, weil, wie man da drüben am gegenüberliegenden Hang sehen kann, durch das viele Wasser, was da runterkommt, ist der Hang richtig schön zerfurcht. Und wenn man am Hang entlang laufen muss, selbst wenn er nicht so steil ist wie der gegenüber, dann musst du immer wieder in diese Furchen runter des Hanges und das musste ich, das ist nochmal eine schöne Zwergweide. Und das musste ich eben auch tun, um dann wieder zurück nach unten letztendlich, zurück nach Spitastuhlen und zurück zum Zelt zu kommen. Das ist also wirklich eine mühsame Angelegenheit.
Ja, der Rest der Reise war dann noch ein bisschen Sightseeing in Oslo, ein bisschen Sightseeing in Bergen, Bergen Fischmarkt, Bergen Brügge. Und ja, das wäre vielleicht noch ein kleines Bonusmaterial, was ich euch hier gleich noch reinschneide. Ein ganz kleiner Besuch in Brügge. Mehr Bildmaterial habe ich dann aber wirklich nicht mehr. Und Brügge ist letztendlich eine deutsche Niederlassung der Hanse. Ne? Hanse kennt man, mittelalterlicher Handelsverband, die nördlichste Niederlassung ihrer Organisation in Norwegen hatten. Bis 1800 und ein paar zerquetschte, unter anderem hauptsächlich mit Stockfisch zu handeln. Stockfisch war bis 1800 und ein paar zerquetschte, eins der wenigen beliebig lang haltbaren Nahrungsmittel, das sich auch aufgrund seines geringen Gewichts relativ problemlos in der Welt rumschippern ließ. Und genau das haben sie gemacht. Das Zeug in Island quasi getrocknet, Nordnorwegen getrocknet, Spitzbergen getrocknet, dann nach eben hier Bergen transportiert. In Bergen verpackt und weiter nach Deutschland und von Deutschland in die Welt oder nach Spanien. Die Spanier essen bis heute noch, oder die Portugiesen vor allen Dingen, essen bis heute noch traditionelle Gerichte, die Stockfisch beinhalten, weil diese Handelsrouten einfach über Jahrhunderte bestanden und ganz Europa mit Stockfisch durch die Hanse versorgt wurde. Ja, und da ich in dieser Tyskem Brügge, das Stadtviertel der Hanse sozusagen, alles aus Holz befindet, ja, bis heute ist das Ding ständig abgebrannt. Also wirklich ganz, ganz oft, weit über 100 Mal gab es hier Feuer und sie mussten es wieder aufbauen, sie mussten es wieder aufbauen, sie mussten es schon wieder aufbauen. Und ja, aber das war es dann jetzt auch. Jetzt ist nämlich gleich mein Bildmaterial zu Ende und dann habe ich auch nichts mehr zu sagen. Und dann langt das an dieser Stelle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ja, danke für den Fisch. Passt an dieser Stelle gerade irgendwie, ne? Hoffe, das war ein bisschen interessant. Nächstes Mal dann wieder was zum Wald bei uns. Tschüss.